Hier nun der zweite Teil unserer Reihe über die BMW R80 G-S. Ein Fahrzeug ist erst dann perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann. Dieses ambitionierte Fahrbreitegewicht ging natürlich nur, indem man bei den ersten Modellen den Anlasser wegließ. BMW hat sich tatsächlich gedacht, dass man mit dem Kickstarter das Motorrad starten könnte. Allerdings ist die Übersetzung des Kickstarters nicht besonders glücklich gewählt. Zudem ist der Kickstarter sehr hoch angebracht, sodass es echt Mühe bereitet, das Motorrad zu starten. Der elektrische Anlasser wurde eigentlich immer als Zubehör mitgeordert und war später auch grundsätzlich Serienausstattung bei dem Motorrad. Beim Vorderrad hat man eine 21 Zoll Akron-Felge eingespeicht. Allerdings war die Bremse nicht so besonders für das Fahrzeuggewicht. Deswegen ist hier eine etwas größere Vorderradbremse eingebaut. Bei den Zylindern wurde eine Nikasil-Beschichtung eingeführt, erstmals in der Serie. Vorher gab es Grauguss-Laufbuchsen in den Zylindern. Die Nikasil-Beschichtung ist sehr haltbar, sehr hart und sehr dauerhaft. Thomas besitzt auch das originale Bordbuch dieser BMW mit dem Auslieferungsstempel und allen Wartungsintervallen. Das stellen wir später noch einmal gesondert vor. Werfen wir aber zunächst einmal einen Blick auf die Bedienungselemente. Das Cockpit bei dieser Maschine ist sehr minimalistisch gehalten. Es gibt ein Tachometer, aber kein Drehzahlmesser in der Serie. Dieser war Zubehör. Deswegen sind auf dem Tachometer so kleine Schaltmarkierungen angebracht. Da wird angezeigt, bei welcher Geschwindigkeit man spätestens in den nächsthöheren Gang schalten soll. An dieser Maschine sind der Drehzahlmesser und auch ein Voltmeter angebracht, wobei man diesen Drehzahlmesser beim BMW Boxer eigentlich nicht wirklich braucht. Der Motor fühlt sich in Bereichen, die sehr unkritisch sind, am wohlsten und da fährt man auch normalerweise auf der Landstraße damit. Also man braucht ihn nicht unbedingt, hier ist er dran und das ist okay. BMW typisch ist eine intensive Modellpflege über die Jahre der Produktion. Im Herbst 1981 wird die schmale Weinmann-Felge hinten durch eine breitere Felge von Akron ersetzt. Die Sitzbank wird straffer gepolstert. 1982 erscheint die Straßenversion R80 ST. 1983 ist neben Alpinweiß auch eine Lackierung in Pazifikblau Metallic erhältlich. Ab Dezember 1984 werden harte Ventilsitze für bleifreies Benzin verbaut. 1986 kommen neue Farbvarianten auf den Markt. Touareg Blau und Henna Rot, jeweils mit Weiß kombiniert. Win on Sunday, Sell on Monday galt auch für die BMW R80 G-S. Deswegen hat BMW beschlossen, an der Rallye Paris-Dakar teilzunehmen. Die Maschinen basierten auf diesem Serienmodell, waren aber schon sehr stark modifiziert. 1981 gewann man damit diese Rallye für die Motorräder. 1983 bis 1985 siegte man erneut, sodass man beschlossen hat bei BMW, einen Umbausatz für die Straßenversionen, für die Serienversionen zu bringen und diesen Umbausatz den Kunden der G-S anzubieten. Der Umbausatz bestand aus einem Tank,
der kurzen Ein-Mann-Sitzbank mit Gepäckträger dahinter, dem verchromten Auspuff und die Seitendeckel wurden weggelassen. Der Umbausatz erfreute sich steter Nachfrage, sodass BMW beschlossen hat, das Modell Paris-Dakar auch als Sondermodell 1984 auf den Markt zu bringen. Schlagen wir das Buch, aus dem die Illustration stammt, ruhig einmal auf. In diesem Band aus der blauen Reihe des Bodensteiner Verlags finden wir natürlich nicht nur Bilder und Informationen über die Dakar, sondern einfach alles über jene Boxermodelle mit den zwei Ventilen und der Einarmschwinge aus der Zeit von 1980 bis 1996. Dass der Autor Andy Schwietzer seit vielen Jahren selbst mit einer R80G-S unterwegs ist, schadet dem Buch keineswegs. Im Gegenteil. Und wie fährt sich jetzt die R80G-S? Da muss ich wirklich sagen, von den vielen Motorrädern, die ich bislang fahren durfte, ist das eins meiner absoluten Favoriten. Das Motorrad fährt sich gleich wie ein Kreidler Florett. Man hat eine Sitzposition aufrecht, bequem, hat eine breite Lenkstange vor sich. Der Motor hat zwar nur 800 Kubik in Anführungszeichen, aber ist mit den 50 PS auf der Landstraße und der kurzen Übersetzung am Hinterrad wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Das Motorrad macht Spaß. Mit allem, was dazu gehört. Es ist leicht, es ist wendig, es ist auf der Straße zu Hause. Und wenn es mal einen Abschnitt mit Schotter gibt, ist es auch nicht schlimm. Kann man machen, ist kein Problem mit dem Motorrad. Im dritten und vierten Teil unserer Reihe über die G-S geht es dann mit der Helmkamera und der Handkamera auf die Straße.